Hi Leute, herzlich willkommen zum Strandtraining heute hier am Dienstag. Das Wetter wird immer besser und besser, der Sommer wird immer heißer und die Leute lassen so langsam ihre Hüllen fallen. Bei manchen ist das eher unvorteilhaft, wie zum Beispiel bei uns am FKK-Strand an der Krumme Lanke. Da halte ich meinem Hund immer die Augen zu, wenn ich mit ihm vorbeilaufe. Aber warum eigentlich das Rad immer neu erfinden? Ich habe hier ein paar Kollegen gefunden, die wunderbare Trainingsvideos schon online gestellt haben. Und deswegen guckt ihr euch die heute mal an. Und das ist dann die heutige Strandübung. Viel Spaß, euer Kolja Parkour. Flanieren ein letztes Mal. Vorbei an allen Cafés der Stadt. Und gehen gemütlich weiter. Wir lassen die Arme locker. Schwingen das Becken locker aus. Okay, falls dich diese Strandübung nicht so begeistert haben wie mich, dann zeige ich dir jetzt einfach nochmal meine Version vom heutigen Strandworkout. Viel Spaß! Okay, die Übung, die ich jetzt zeige, nennt sich die Surfbrettübung. Warum Surfbrett? Nun, ihr müsst die ganze Zeit während der Übung so viel Körperspannung aufbauen und so fest sein, dass ihr gerade seid wie ein Brett. Deswegen, los geht's! Okay, ihr liegt auf eurem Boden zu Hause, den ihr alle habt, und am besten noch auf einer Sportmatte drauf oder auf dem Teppich. Macht es nicht auf dem Parkett, das tut dann einem Arm zu weh oder legt euch sonst ein Handtuch einfach runter. Also, ihr liegt auf den Unterarmen, so, Hände vorne zusammen oder aufgelegt, ich mache es immer so zusammen, Fußspitzen aufgesetzt, ja, Beine nicht zu weit zusammen, sondern schön weit auseinander, die Füße. So, dann atmet ihr ein und dann ganz simpel, wie ein Brett, wie ein Surfbrett, nach oben und dann haltet ihr einfach die Spannung. Oben halten. So, und jetzt kommt meine Strandversion davon. Jetzt geht ihr langsam auf die rechte Seite und nehmt den Arm hoch. Schaut schön den Arm hinterher, richtig schön Spannung halten und wieder zurück und andere Seite. Hinterher schauen, Spannung halten und zurück. Das Ganze ist dann eine Wiederholung. Also einmal links, einmal rechts, eine Wiederholung. Und das machen wir 10 Mal. Ja? Also los geht's. Links, zack, rechts, zack, links, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, wie ihr gesehen habt, ist die Übung richtig intensiv. Der gesamte Oberkörper und euer Rumpf muss die ganze Zeit arbeiten. Das heißt, was ihr noch, wenn ihr es in der Geschwindigkeit macht, die ich gemacht habe, dann habt ihr gleichzeitig immer noch, wie ihr noch hört, immer noch bin ich aus dem Atem ein bisschen, habt ihr gleichzeitig noch fürs Herz-Kreislauf. Was fürs Herz-Kreislauf-System was mitgetan. Also versucht einfach aus die Übung zu Hause. Schreibt mir unten in die Kommentare was rein, wenn ihr noch dazu was sagen wollt, euren Senf dazugeben wollt. Ich gebe jetzt nur noch hier meinen Apfel dazu nach dem Training. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns am Strand.